Das muss der Karren sein, mit dem die Löwin transportiert wurde. Der Fahrer verlor die Kontrolle und der Käfig brach auf. Das muss Ardors Haus sein. Wo ist der Junge? Ardors? Bist du sein Aufpasser? Allerdings. Ich muss mit ihm sprechen. Sorge dich nicht um Ardors. Er ist in Sicherheit. Wo ist er? Mir wurde gesagt, du seist alt. So siehst du aber nicht aus. Es ist wichtig, dass ich ihn treffe. Wer erzählte dir von dem Jungen? Sprich! Es ist nichts Persönliches mit den beiden, aber wenn ich rede, dann bin ich so gut wie... tot? Rate, was passiert, wenn du es mir nicht erzählst. Na gut, was willst du wissen? Was hatten sie mit dem Jungen vor? Ich weiß es nicht, Söldnerin. Ich sollte ihn nur zurückbringen. Aber wir wissen beide, wozu sie fähig sind. Und du würdest ihnen den Jungen aushändigen? Wo ist der alte Mann? Sie sind in Phaistos, südwestlich von hier. Sie haben ihn an einen Pfahl gebunden und schlagen auf ihn ein. Du sahst zu, als ein alter Mann verprügelt wurde. Aber... und wolltest den Jungen entführen. Der Kult ist gleich hier, die Straße hoch. Geh und töte sie alle. Du würdest mir einen Gefallen tun. Lass mich gehen und ich werde nichts verraten. Zeus wird über dich richten. Ich muss den alten Mann finden. Hab Dank, Söldnerin. Der alte Mann lebt. Ich sollte mich im Tempel von Phaistos umsehen. Da ist der alte Mann, zwischen den Wachen. Der alte Mann ist hier. Ah!
dich. Ich weiß. Warte, wer bist du? Ardos schickt mich. Kannst du gehen? Der Junge. Den Göttern sei Dank. Verschwinden wir, bevor sie zurückkommen. Durchatmen, alter Mann. Ardos, der Junge. Ist er sicher? Lebt er? Er hat sich Feinde gemacht durch seine Art. Wenigstens ist er sicher vor der Gefahr, die ihm durch mich drohte. Ich suche einen Zugang ins Labyrinth. Ardos sagte, du wüsstest etwas darüber. Ich weiß, dass dieser Ort den Tod bedeutet. Ardos sagte, du wolltest mit ihm nicht über seinen Vater sprechen. Wie soll man einem Jungen, der seinen Vater bewundert, sagen, dass die einzige Familie, die er hatte, tot ist? Ich kann nur eines tun, um Nikios Andenken zu ehren. Seinen Sohn daran hindern, diesen verfluchten Ort zu betreten. Ardos sagte, sein Vater sei noch im Labyrinth. Ist das wahr? Ja, er kam nie herauf. Doch die, die es schafften, wird es nie ganz loslassen. Warum seid ihr aus dem Labyrinth geflohen? Etwas muss passiert sein. Ich war nie im Inneren. Ich bin kein Narr. Nikios wollte, dass ich auf den Jungen aufpasse. Ich blieb draußen und betete.
Doch ich hörte ihn, den Minotauros. Zwei kehrten zurück, aber Nikios... Warum wollten sie dich verletzen? Als die Überlebenden vor der Bestie flohen, ließen sie die Scheibe, den Schlüssel zum Labyrinth zurück. Ich habe ihn. Warum glauben Sie, Ardos hätte die Scheibe? Weil er sie hat. Er stahl sie mir. Und ich habe es ihnen gesagt. Sie folterten mich, Söldnerin. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe versagt. All die Jahre, immer wieder. Jene, die dich folterten, gehören zu einem mächtigen Kult. Sie brachen schon den Willen von Stärkeren als dir. Du kannst dich noch mit Ardos versöhnen. So klug er auch ist, er braucht jemanden, der auf ihn Acht gibt. Familie. Er braucht dich. Er will mich nicht einmal sehen, Söldnerin. Versuch es weiter. Noch einmal zu der Scheibe. Der junge Ardos kennt ihre Bestimmung nicht. Mit ihr wirst du das Labyrinth des Minotauros öffnen können. Versprich mir nur, dass du auf ihn aufpasst. Bei mir ist er sicher. Ich sollte Ardos fragen, ob der alte Mann die Wahrheit sagt. Das muss ein Teil von Theseus' Rüstung sein. Schön.